Nein. Mein Akku ist fast leer. Das ist meiner. Muss ich noch anmelden, ne? Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu The Evil Within. Ich dachte, es wäre Resident Evil. Was? Ich dachte, wir zocken jetzt Resident Evil. Nein. Okay. Nach dem Fail mit Pause und weiter und 1 Minute 44 dann den nächsten. Ihr werdet davon nicht mitbekommen. Ja, doch, werdet ihr schon. Nein. Doch. Willst du ein bisschen rausschneiden? Egal. Gehen wir ins nächste Kapitel. Kapitel Nummer 12. Ich bin wieder dran. Und er hat nur ein Item zu holen. Faules Stück. Ja. Dafür, dass er sie viele Schlüssel benutzt. Sei froh, dann muss ich wenigstens keine 6 Stunden wieder in meinem Kapitel verbrauchen. Jetzt gehen, glaube ich, die Kapitel recht schnell. Vielleicht bekommt das wieder Kalbopf. Schau mal im Kapitel 13, wie viele Items. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. 4. In dem Video drinne. Also nicht Text. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Geht ganz schnell. Was machst du da? Sag mir mal, wo das Item zu finden ist. Antworte mir. Oh. Während der Fahrt im Bus wird Joseph schwer verletzt. Und Kidman deckt einen kranken Wagen. Achso. Zwischenfahrt. Und darin ist das Fragment. Hä? Und in dem Krankenwagen ist das Fragment. Spider-Man, Spider-Man. Das whatever Spider-Can. Die Fahrt! Eine Fahrt, die ist witzig. Was ist das? Spider-Man, Spider-Man. Das ist zumindest eine Spinne. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Eher eine Kakerlake. Nicht? Eher eine Kakerlake. Ich glaube, Nahkampf ist nicht so die beste Idee. In 14 sind es 1, 2, 3, okay. 4, 5, 6, 7, 8 Items. Und auch alles in dem Warum Video. Warum ziehst du immer nur auf das eine? Dankeschön, das ist... Lass dich nicht ärgern! Was? Lass dich nicht ärgern. Au! Ach so, ducken, meinte sie. Ich such mal nach einem anderen Ding. Na, was suchst du? Andere Lösungshilfe. Ja, ich versuche da mal währenddessen gezielt da irgendwas zu reißen. Mit welcher Munition denn? Mit der Scharfschützenmunition. Bekommst du welche geschenkt oder was? I. Ja. lecker. Ah, da liegt Munition. Munition, 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 Munition. Kapitel 13 heißt Opfer. Hm? Kapitel 13 heißt Opfer. Munition. Munition. Ey, du bist voll. Munition. Auch nicht so viel. Ich mach jetzt mal die Lampe wieder aus. Schieß es ab, du A! Oder bist du ein B? Ach, da ist da oben die Sniper. Platziert. Ja. Ich hab getroffen. Da abbiegen. Okay, Kidman kann auf jeden Fall einen Bus fahren. Wieso bleibt sie stehen? Oh. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Weil sie nicht fahren kann? Ich hab
Nicht zu lange. Wollte ich mir eine Kiste runterwerfen. Tritt! Sebastian, sie sind über uns! Achtung, die haben Dynamit! Ich dachte, man spricht die Wette schon aus. Ich. Ja, siehst du, haben sie nicht. Perfekt. Was ist? Sind 16 Kapitel? Hä? Sind 16 Kapitel? Ja, das letzte ist, glaube ich, bloß. Gegner von rechts! Ja, man sieht's, dass hier. Oh. Au! Was ist denn? Tut dir jemand weh? Warum tritt? Warum schießt du nach rechts? Warum schießt du in die Eier? Wohin schießt du, Kidman? Du hast ihn in die Eier geschossen, Basti. Sie schießen von oben. Sie ja? Das Ding ist eigentlich okay, sie ist eine Frau. Aber du? Oder ist deine Familie die Mine Seite entdecken? Was? Munition. Munition. Das ist klar. Es kommen noch mehr. Okay. Bleibt cool, Leute. Ich kann nicht schlagen. Geh weg mit deinem Dynamit. Das ist Molotov, es brennt! Es ist Molotov! Es ist so heiß! Was willst du nur ein? Ja! Ja, ach nee! Wie bist du gerade gerollt? Ich kann nicht schießen, wenn da irgendwas passiert! Wie bist du gerade gerollt? Hä? Wie bist du gerade gerollt? Was? Du bist gerade gerollt. Ja. Wie? Keine Ahnung. Toll! Woher soll ich das wissen? Ist automatisch weggerollt. Vielleicht Feuerlöschanimation. Das ist die ganze Munition hier weg. Wie lange wir hier noch sicher sind. Ja. Brauchst du eh nicht. Nicht sehr weit. Nein. Ich brauch's nur. So, wer tritt die Kiste runter? Du? Hui! Was kommt jetzt? Da, ich kann nicht. Ich kann nicht. Bleib unten. Perfekt. Perfekt. Interessant, was jemand über die Evil Wind schreibt. Das Game ist eh Steinzeit Gaming pur. Irgendjemand hat einen Kommentar zu Evil Wind. Das Game ist Steinzeit Gaming pur. Mit so seltsamen Survival Zeugs, wie das eine Axt nach einmal zerschlagen kaputt geht. So dass nur selten dem KI halbwegs interessant rüberkommt. Lolli-Verarschung pur. Die Herausforderung steckt so darin, dass man das grottenwiese Gameplay-Konzept aus der Steinzeit bis zum Schluss aushält oder nach 10 Minuten sagt, leck mich am Arsch, das ist keine Herausforderung oder Intensivierung vom Gaming, sondern ein Stresstest für wie viel dieses Gameplay erträgt der Mensch. Next-Gen stinkt gewaltig und dieses Machwerk besonders. Das Game ist gar nicht so schlecht. Die Steuerung ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich find's nicht schlecht. Manchmal trifft er nicht. Oder schießt.
Partner halt. Endstation. Hab ihn. Munition alle. Ja, Munition alle. Zum Glück hat der Schrotflinte so eine gute Reichweite. Mhm. Haben wir's dann bald. Kriegt ihr den bitte tot? Überlass die mir. Keine Munition. Hä? Ich glaube, das ist eine Cutscene. Plötzlich sitzt Skidman wieder. Das hat gerade einzig auf hinten von mir Explosion. Gehst du? Schieß ihn ab. Tschüss. Viel Spaß noch. Dann schieß ihn nicht ab. Ist ein Kontrollpunkt erreicht. Ja, und cool. Ich habe keine Munition mehr. Cool. Doch, einen Sniper-Schuss haben wir. Wow. Was ist das? Ich habe nur Munition. Was ist das? Ne, Moment. Das ist Fragezeichen. Das ist eine Magnum. Ich habe die Munition, aber noch nicht die Waffe dafür. Auch nicht schlecht. Warum hast du eine Magnum-Muni? Ich weiß es nicht. Frag mich doch nicht. Wir können eine Magnum bekommen? Ja. Aber frage ich das jetzt? Ah, Munition. Perfekt. Hey, Spider-Man. Wie geht's dir? Nachladen. Oh, das ist ja Brüste. Das ist ein Spider-Woman. Wie es abgewehrt hat, aber. Ja. Ins Gesicht? Nein? Ja, jetzt bin ich vollkommen im Arsch. Magst du dich um die Kleinen kümmern? Wohl ne. Ey, Muni! Ich kann mich nicht treffen. Ah. Fetti, kannst du mal aufhören, dass. Du hast ein Messer? Ja. Wieso würdest du es nie im Nachkommen? Verdammt, warte, ich muss es heilen. Verlegte Spritze. Gib Gas! Was meinst du, womit du die Leute beim Stealth killst? Touché. Aber warum? Du nimmst das niemals im Nahkampf. Wie du bist, Sebastian. Schön. Sebastian. Cool. Arachnophobie. Sehr interessanter Tod. Jetzt müsste ich zum. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Und sie weiß etwas. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Das sah irgendwie lame aus. Bring uns ein.
einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein. Und ein Krankenfragment. Lass niemanden hier reinkommen. Warum? Au. Aua. Zwei Schläge funktionieren wohl nicht. Zwei Schläge funktionieren wohl nicht immer. Komm, drop. Drop was. Was? Ich soll was droppen. Was denn bitte? Munition. Komm, ein Streichhölzer. Oh, fährt sich, dreht sich um. Nein. Fetti dreht sich nicht um. Ball auf die Kisten. Hat er eine Flasche gedroppt? Nein. Das wär's ja noch gewesen. Hey, damit hast du einen Steve-Kill sicher. Was? Damit hast du einen Steve sicher. Bombi. Du kannst Zombie deaktivieren. Und bitte nicht sterben dabei. Das war ganz schön knapp. Nicht so cool. Flasch dich! Mit Alkohol oder was? Ja. Das sah interessant aus. Geboren, um zu sterben. Hey, ja. Hallo! Ey, da war was. Da war was. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Auf damit. Da hat jemand geholfen. Da war irgendwas. Oh, nein, nein, nein. Da war nichts. Zurück! Kannst du wohl nicht. Das Munition! Doch. Doch, du kannst zurück. Er hat eben nichts gesagt, wo du wieder im Auto warst. Ja, ja, ich weiß, dass ich zurückkomme. Achso, du willst die Spritze holen. Du brauchst wohl wieder deine Drogen. What the? Baller ihn auf die Rübe. Wie läuft denn der bitte zum Schießen? Nicht gut? Ja. Du hast zwei Fernwaffengegner. Meinst du? Ja, eventuell. Sniper. Ich bleib irgendwie immer bei irgendetwas hängen. Oh. Perfekt. Ball die Kiste an. Hör auf zu wackeln, Bitch. Schieß dir nicht auf die Mumu. Irgendwas, Hä? Huh?
Alter, was ist denn jetzt los? Ich glaube, jetzt nicht mehr für dich. Wow, du kämpfst strategisch. Ja, deswegen rede ich auch gerade nichts. Aha. Ich muss strategisch planen. Aha. Sag mir doch mal so ein bisschen, was du gerade in deinem Kopf planst. Bombe ausschalten. Und? Klippe aufsammeln. Fass treten. Nee, da hat sie aber nur versteckt. Was machst du da? Fast drin. Oh. Warum? Du musst da nicht mehr rauszubekommen. Ja. Oh, ich hab Schluck auf, wie geht's? Ich dachte, man kann auf der anderen Seite wieder rausrutschen. Was nicht geht. Bist du halt so ein leichtes Ziel. Also im Krankenwagen ist eins. Ist das Item. Sie. Was lieber? Wo du nicht rankommst. Ich glaube, das ist groß. Ich glaube, er brennt. Hey, Munition! Mit Spritzen geht's uns gerade recht gut. Ja. Du hast nicht vorgelesen, was da stand. Blut? Entschuldigung. Jetzt ist auch wurscht. Oh, Tutorial. Genau. Blutstillender Verband. Ein Blutgerinnungsbeutel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband enthält Medikamente und lässt sich problemlos anlegen. Zufrieden? Sebastian, Sie kommen! Oh. Nein, das ist nichts. Hitman. Warum können die hier auch Auto fahren? Ich glaub, den kriegst du so nicht. Ich glaube, an dem musst du dich ranschleichen. Oder auch nicht. Fick dich. Ich bin der Autojumper. Du musst es spannend machen. Ja, das wollte ich. Hat er einen Schnauzer gehabt? Was? Hat er gerade einen Schnauzer gehabt? Nein, nicht mehr. Hä? Nicht mehr. Ich glaube, so weit kriegst du mit dem Revolver nicht. Sind mir vielleicht ein paar zu viele. Du kannst aber Bombis herstellen. Eine. Einen.
Nein. Unklug. Ich muss an das Maschinengewehr. Das? Oh, jetzt hältst du sogar schon um. Der Warum ist da hinten jetzt etwas explodiert? Keine Ahnung. Was willst du hier? Oh. Ich weiß, links geht's auch ab. Basti, ich schmeiß die gerade alle mit Bälle. Höhle. Höhle. Ich will gleich alles einsammeln. Das war's schon. Das ist nur einsammeln. Das, was nicht gedroppt wurde. Halt sie weg von mir! Hinter dir. Hi. Jetzt wird's gemein. Dreh dich mal lieber. Da vorne sollst du die ja von Kitteln fernhalten. Mach einfach Dauerfeuer. Obwohl, nee, so siehst du schlecht. Ich kann die Autos wegmachen. Das ist interessant. Da macht die Kugel was weg. Nee, geht nicht. Dann geh mal zu Kitty. Was? Geh zu Kitty. Wie viel Uhr haben wir es denn? Hä? Also, zeitmäßig. 8:30. Also, sollst du Kitty gehen? Okay. Ja, lass mich kurz die ganzen Autos wegmachen, um zu schauen, ob ich irgendwas noch einsammeln kann. Es ist für uns beide gut. Das war's aber auch schon, wie es scheint. Jo, anscheinend. Okay, sie haben mir wieder etwas Munition gegeben. Ja. Und die Flasche steht unbekümmert da, obwohl ein Auto unternehmen explodiert ist. Und Hauptsache, die dort ein Streichholz, oder?
Hier, ich habe ein. Wieso gebe ich ihm eigentlich keine von meinen Spritzen? Weil du geizig bist? Die Spritzen wirken nur bei mir. Scheiße. Ich bin die Drogen gewohnt. Hey, die zwei sind gerade aufgetaucht. Ich hab's gesehen, die sind nur zu dringend gespawnt. Die Autos waren vorher auch nicht da. Bom, bom. Das wird haarig. Achso, stimmt, ich muss. Harry, kommst du, was denn alles Hobbys überfährst? Die tauchen da plötzlich einfach alle auf. Ich hoffe, ich krieg alle Items, die da jetzt dann unterm Auto verschwinden. Domino Day. Ich krieg alle. Hey, Rubik. Schon wieder. Jetzt auf den Boss in dem Level. Weißt du, macht das alles so schön mit Steckerschuhen. Das war knapp. Das ist, glaube ich, sogar das Kapitelende. Sehr schön. Ey, ein Part nur. Tschüss, Kidman. Schon wieder. Ich mag sie. Kapitel. Ey. Ende. Endlich mal wieder ein Part für ein Kapitel. Ja, das ist mal. Ich bin wieder dran. So. Kapitel 12, die Fahrt. Zack. Spiel überschreiben. Zack. 30 Minuten. Dann bis zum nächsten Part. Ciao.